willkommen bei Son of Time. Genau, Teil 2 beginnt. Ja, wieder, heute ist echt Mistwetter und, aber wisst ihr, was das Schöne daran ist? Wir haben heute Nikolaus. Wir haben Nikolaus, die Schuhe waren befüllt, ich hoffe eure natürlich auch. Deswegen habe ich mich wieder hübsch gemacht für euch. Und heute dreht sich hauptsächlich alles um das Thema Postamt. Ja, wir nehmen euch einfach wieder mit, weil hier ist noch geschlossen, geschlossene Gesellschaft bis jetzt noch. Es geht erst um 15 Uhr los, wir haben jetzt kurz nach 2 und das nutzen wir jetzt einfach für uns, damit wir euch noch ein bisschen mal das andersrum zeigen können, wenn hier nicht so viel Betrieb ist. Die Tür, ich mag jetzt noch nicht reingehen, weil das ist ziemlich leise da drin, aber total kuschelig und warm. Weihnachtspostamt. Dieses Postamt gibt es sogar länger wie der Weihnachtsmann selber. Der Weihnachtsmarkt selber hier in Himmelpforten ist erst viel, viel später dazu gekommen. Hier vorne seht ihr auch die Kassen. Da sind jetzt im Moment keine Briefe drin. Und dann sitzen sie hier immer alle ehrenamtlich. Ich lusche jetzt mal so heimlich rüber da und schreiben wirklich per Hand diese Briefe. Es ist echt traumhaft schön. Da hinten hängen auch ein paar Briefe. Also jeden Tag wird hier Briefe geschrieben. Ich weiß sogar, ich bin ziemlich sicher, 50 Jahre gibt es den Christkind-Postamt hier. Und der Weihnachtsmarkt ist viel, viel später dazu gekommen. Aber was ich sagen muss, ich finde es eigentlich schön. Und jede Ecke ist so herrlich dekoriert. Hier bekommt man auf jeden Fall Weihnachtsfeeling. So, höchstpersönlich der Weihnachtsmann. Ich habe mich gerade voll erschrocken. Aber ich brauche ja kein schlechtes Gewissen haben, weil ich ja lieb bin, ne? Ja. Ich habe auch schon gedacht, du bist tot, aber ich dachte, du bist tot. Nee, mir geht's gut. Ich dachte, du bist tot. Geil. Sind die Kinder nicht süß? So, jetzt geht er in seiner Stube, ihr Lieben. Er geht in seiner Stube. Das ist echt. Also seid ihr auf jeden Fall pünktlich, weil hier muss man sich echt anstellen. Mhm. Auch schon, ja. Jetzt stopp. Der Weihnachtsmann ist. Der ist schon ein bisschen älter, der braucht ein bisschen. hat sie nicht gesagt. Schön bunt gemacht. Guckt euch das mal an. Da ist aber viel Farbe drin, doch. Ganz prima. Hast du das auch ganz alleine aufgeklebt? Alles? Wow. Sehr schön, Leila. Vielen Dank für das Bild. Und eine Kerze. Oh, du, die kommt auf meinen, weißt du was? Die kommt auf meinen Adventskranz drauf. Und dann habe ich 4 Kerzen. Und eine 5. Kennst du das Gedicht? Advent, Advent. Ein Licht einbrennt. Kannst du das auch sagen? Erst eins. Nach dem 4. steht eigentlich das Christkind vor der Tür, aber jetzt, wo ich von dir die 5. Kerze bekommen habe, wenn ich die anstecke, dann habe ich Heiligabend verpennt. Hier ziemlich versteckt, muss ich leider sagen. Wurde, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt steht. Diese Liebesschlösser waren ja eine ganze Zeit lang ziemlich in. Die findet man auch überall. Oh, hier ist aber jemand sehr groß verliebt, glaube ich. Ja, hier kann man die Schlösser ranmachen. Ja, das ist echt heftig, ne? Hier kann man die Schlösser ranmachen. Und ja, das gibt es hier jedenfalls auch auf dem Christkindmarkt. Da ist auch wieder das Logo, was ich euch schon mal letztes Mal erzählt habe. Ja. Das ist hier nämlich auch noch. Also bringt eure Schlösser mit. Hier ist noch echt Platz auf jeweils eine Seite. Da könnt ihr eure Liebe ranhängen und dann wird es für immer halten. Ich beobachte gerade den Weihnachtsmann von außen. Da drin ist seine Stube. In der schönen Villa. Richtig herrlich hier. Hier mit Feuer, obwohl heute ist sehr windig. Da kriegt man den Rauch ein bisschen in die Nase. Das ist nicht schön. Nee. Aber ansonsten finde ich das echt herrlich. Ich liebe Feuer.
So, der Nils, der isst da hinten gerade Pizza. Der hat schon wieder Hunger, wie immer. Hier gibt es ganz lecker Pizza, ihr Lieben. Total lecker. Aber die haben auch ganz leckere Baguettes. Also ich empfehle das Gyros Baguette. Ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Aber die Pizza ist auch traumhaft. Und also auf der Seite, dieses kleine Ecke da, haben sie Pizza. Und hier haben sie, wie heißt das noch? Schmalzkuchen oder so? In so einer Tüte? Ja. Boah, das Feuer. Huhu. Heute liegt er richtig rum, ihr Lieben. Guckt mal. Jetzt kann ich ihn euch mal richtig zeigen. Nils ist immer noch am Pizzastand. Aber die ganze Zeit im ersten Video seht ihr, dass er andersrum war. Und heute liegt er endlich richtig. Den kann man hier bestaunen. Der liegt hier jedes Jahr. Ist das nicht schön? Ich finde den so traumhaft. Ich will euch das Ganze mal vom Weiten zeigen. Hier sind ja die Feuerkörbe. Da drin schläft der Weihnachtsmann. Auf der Seite hat er seine Stube. Und das Ganze ist einfach nur traumhaft, die Villa. Der Stern da oben. Es ist hier so eine schöne Atmosphäre, das kann man gar nicht beschreiben. Also ich war schon auf sehr, sehr vielen Weihnachtsmärkte. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei Nils aussieht, weil der holt sich immer noch Pizza. Aber dieses hier ist für mich ganz besonders. Einfach dieses Feeling hier. Hier fühlt man sich einfach wie zu Hause. Es ist nicht so, als wenn man irgendwo fremd wäre. Es ist wirklich, ja, wunderschön. Ey, mein Haar steht hoch. Bing! Mach mal mein Haar richtig. Du hast eine Antenne. Du mach mal da richtig, da hinten. Pass mich mal richtig an, Junge. Nein, wir sind live. Hör mal auf, Dor. Wir sind live. So, ihr Lieben, hinter uns befindet sich das Museum. Ehrlich gesagt, da war ich noch nicht drin. Ich habe gehört, da gibt es eine Bildergalerie, steht auch Geschichte. Zum Anfassen und Erleben steht drauf, also man kann reingehen. Schule wie? Ich weiß nicht, ob man das filmen kann. Altes Handwerk aus, ne? Ja, siehst du? Spannende Geschichte und jetzt sind entdeckt. Vielfältiges Angebot zum Hören, Sehen und Spielen. Also, wie gesagt, hier gibt es sogar ein Museum. Also hier gibt es wirklich eine ganze Menge. Wir schwinken mal so ein bisschen rein, wir können mal reinluschern. Wusch! Das reicht auch. Wir wollen ja nicht zu viel beraten. Ihr sollt ja herkommen, euch das dann selber angucken. Ne? Das ist das Wichtige daran. Die denken euch alle, wir haben einen gesüffelt. Ja, dabei haben wir den Glühwein noch nicht mal ausprobiert. So, wir wollen über den Weihnachtsmarkt heute gehen. Und zwar ist es heute ein bisschen heller. Es ist zwar Mistwetter, so, aber es ist heller. Und wir wollen ein bisschen was hier ausprobieren. Gucken, wer scheiße ist und nicht scheiße ist. Nein, das hat sie nicht gemacht. Los geht's. Da hinten befindet sich eine ganz liebe Dame. Hoho, sie weiß nicht, dass ich sie filme. Sowas liebe ich. Und zwar macht sie Filzen. Ja, sie filzt ganz, ganz, ganz süße Engel, Affen. Was hat sie noch? Schneemänner. Also wirklich ganz, ganz süße Sachen. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin. Ihr Lieben, hier in der kleinen Hütte befindet sich der Weihnachtsmann, ach nee, der Nikolaus, heute ist Nikolaus höchstpersönlich, aber natürlich auch handgemachte Nikoläuse gibt es hier, da hinten, ja, Jutta ist ganz fleißig, ja, also hier müsst ihr kaufen, habt ihr gehört, Schleichwerbung, da sind die nicht niedlich, und dann hier oben ihre schönen Engelchen. Oder was sind das? Feen oder Engel? Feen. Feen, siehst du. Elfen, sagt der Mann. Gut, okay. Siehst du, da merkt man, ich kenne mich damit gar nicht aus. Kleiner Rabauke ist echt cool. Wir haben uns jetzt erstmal ein paar Flaschen gekauft. Ja, also die müsst ihr echt kaufen. Die gibt es hier auch in Himmelpforten auf dem Weihnachtsmarkt. Gibt es auch in der großen Flaschen. Ich bin zwar hier oben. Yeah.
Hier gibt es sogar mal Live-Konzerte, ganz, ganz toll. Also verschiedene Sachen, bis mit Trommeln und so wie mit Gitarre jetzt, echt schön. Die Person, die mir jetzt gerade hilft, ist auch eine begnadete. Ich darf zu weit von nachdem was gebeten. Schau mich zurück, sondern nur noch gerade an. Ist geil. Ab jetzt geht's abwärts aus dem Song wieder. Musik, das muss sein, das muss sein. So, wir gehen aber weiter. Ich will hier mit drin. So, heute stehen sie auch wieder an. Und hier wollte ich euch noch was zu sagen. Also Bernd, wenn du das siehst, also das geht nicht. Das geht nicht. Das muss ich dir mal sagen. Hier Smoke neben den Briefkasten. Das passt nicht. So. Überhaupt nicht. Kann ja nicht nur positiv hier alles sein. Nein. Also hier. Hier kommt die Post rein, ihr Lieben. Vielleicht lasse ich das Handy reinfallen. Ups. Nein. Hier steht der berühmte Briefkasten. Fürs Christkind-Postamt, wo ihr alle eure Briefe reinschmeißen könnt. Mit Adresse, ganz, ganz wichtig. Und dann kriegt ihr auf jeden Fall auch Post zurück. Nein, Augenblick warten. Du musst Geduld hier haben. Geduld ist nicht seine Stärke. Stimmt gar nicht. Ich würde aber in der gleichen Farbe immer noch mal reingehen. Damit das kräftiger wird. Siehst du, ich habe letztes Mal aufgepasst. Langsam und wieder langsam raus. Alter, ist ja wie bei der Frau, ey. So, ihr Lieben, das war Teil 2. Hallo. Oh, jetzt schäme ich mich. Nein, das war Teil 2 vom Himmelfortener Christkindmarkt. Ich glaube, ich habe heute Weihnachtsmarkt gesagt. Schäme mich. Auf jeden Fall, das war Teil 2. Ihr habt bei Teil 1 schon oft reingeklickt. Lasst immer Daumen hoch, weil dieser Markt hat es wirklich verdient. Wir haben Kerzen gemacht, fleißig eingekauft. Guck mal eben diese eine selbstgemachte... Geschenke da eben irgendwas raus, eine Kleinigkeit da. Wir waren an einem Stand, der war richtig toll. Das sind Knallbonbons, selbst gebastelt. Und da ist, warte, da ist drin was zu naschen, ein bisschen Konfetti und eine Luftschlange ist da drin, genau. Für wirklich süßen Preis, selbst alles Handarbeit hier auf diesem Markt. Mal testen? Nein, du lässt meine Geschenke zu. Also ich werde jetzt nicht verraten, für wen das ist, sonst wisst ihr das, ne? So, falls die Person zuguckt. Wir sagen auf jeden Fall, ja, ich würde sagen, genießt die Weihnachtszeit, geht auch auf Märkte, es ist immer wieder schön, besonders ja. Hier, also hier ist es heimlich. Heute ist das Wetter ein bisschen, boah. Ja, aber egal, das haut uns auch nicht um. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Reinklicken, lasst ein Abo da und alles, auf Wiedersehen, wir sehen uns, euer Zanderswein.